Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soul Republic hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier unsere Stadt. Das Poltern war Kasale, der gerade von der Kommode gehopst ist. Mein Nachbar, ich bin ganz froh, dass ich unter mir keinen Nachbar habe. Der würde sich auch manchmal wundern, was hier denn so rumpoltert. Gut, also wir sind jetzt dabei, jetzt hier so mal langsam aber sicher alle Baustellen rauszukriegen und dann fällt mir auf, die Baustelle ist sogar offen und hier haben viermal Leute dran zu tun. 45 Mann sind hier auf der Baustelle. Na ja gut, die können sich gut was erzählen auf dem kurzen Stück Straße. Auf jeden Fall sieht das hier schon mal ganz gut aus. Und wir haben... Habe ich den Zug jetzt noch abgepasst oder nicht? Wollte ihm... Was hat er denn? Ah, er ist gerade beim Verkaufen. Gut. Okay. Wenn er jetzt dort rausfährt, dann werden wir ihm gleich mal... Warte, wenn er jetzt wieder losfährt, werden wir ihm sagen, er soll bitteschön die Tour nochmal machen. Denn er kann noch dreimal das Material verkaufen, denke, bevor wir ihn wieder zum Kohleeinkauf schicken. Um unsere Stahlindustrie ein bisschen zu pushen. Meine, das dauert aber auch lange, das Abladen, ne? Gibt es dann nachher später auch schnellere Sachen? Man weiß es nicht. So. Fertig. Jetzt ist er fertig. So, und jetzt fährst du hier die Tour einfach nochmal von vorne. So, wir haben die letzte Chance zum Kauf von diesem Fahrzeug. Haben wir gesehen, interessiert uns nicht weiter, wollen wir eh nicht kaufen. Unsere neuen Felder hier sind schon zur Hälfte gewachsen. Das ist sehr schön. Wie sieht es hier aus mit dem Kohleberg? Kommt ein bisschen was zustande. Im Kohleberg arbeiten jetzt auch immer mehr Leute hier. 70, sehr schön. Also im Schnitt 65 pro Dings, das ist schon mal ganz gut. Große Feldprobieren anklicken. Und hier läuft es auch relativ gut mit der Produktion. Sieht gut aus. Sehr schön. So, heißt also im Groben und Ganzen, wir haben hier jede Menge Arbeiter jetzt. Hier auch im Rathaus sieht man auch natürlich die Werte der Stadt. Elindische Produktion und Verbrauch. Da sieht man hier, die Produktion in der Stadt ist relativ gering. Platten vorgefertigt. Okay. Die gehört noch zu Novgorod. Große Fabrik. Ne? Klar, die gehört zu Novgorod. Frage nur mit Ernst Zählmann. Na gut, das weiß ich nicht. Ah, es kann sein. Novgorod, ja, doch. Kann gerade so sein, dass das hier noch dazu zählt. Na gut. Okay, also das ist so das Einzige, was hier was produziert, aber das ist ja schon mal nicht schlecht. Über 8000 Platten haben sie schon hergestellt, das ist ja ganz gut. So, und hier wird einiges verbraucht. Bürgeranlagen, Essen, Strom, massig, Alkohol, auch schon ganz schön viel. Muss man ja sagen, Konstruktion ist natürlich auch sehr teuer, aber was willst du machen? So, aber Arbeitstag haben wir hier in Industrie natürlich. Da können wir nicht die René noch einklicken. Ne, sehen wir nicht. Und Bürgeranlagen, das sind natürlich hier die Teile, wo die Leute drin arbeiten, damit die Bürger ein bisschen was haben. Da gehen natürlich auch sehr viele Arbeitstage. Durchschnittlich kostet für einen Arbeitstag 0. Na gut. So, Import und Export von Ressourcen. Hier haben wir nur reinen Import. Aus dem sowjetischen Block holen wir Elektronik, Essen müssen wir hier auch importieren. Fleisch, Beton, Kies, Asphalt, Stahl. Okay, das ist dann natürlich. Treibstoff ist natürlich so ein Punkt. Zement, okay. Mechanische Komponenten. Ziegel importieren. Naja, so ein paar Sachen haben wir halt eben doch beschleunigt gekauft. Kann passieren. So. Auf jeden Fall. Oh ja, das wächst aber richtig an hier jetzt. Fast 200 Tonnen. Da können wir ja fast einen weiteren LKW für diese Tour hier machen. Dass hier immer weiter Kohle kommt. Und guck mal, der LKW, der kann sogar runterfahren, während die hier Stahl produzieren. Während haben sie denn den Zug schon leer? Oh ja, immerhin 111 Tonnen. Okay. Also es geht schon ein bisschen was. Naja. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir müssen nicht die ganze Zeit Kohle einkaufen und können hier ein paar Rubel ansparen, während wir sehen, dass wir natürlich auch sehr viele Dollars schon angespart haben. Über 300.000. Das können wir dann schon mal auf unser Schweizer Konto, nein, sowas machen wir natürlich nicht, überweisen. Aber sowas, nein, ne? So, dann müssen wir nochmal gucken, wie viel haben wir denn jetzt unter 21 von der Gesamtbevölkerung, die noch bei Mutti wohnen. Da haben wir schon wieder 240. Damit steigen wahrscheinlich auch schon wieder die Fluchten an. Aktuell haben wir 0. Okay, also 224 haben wir davon. So, mal gucken. Hier sind es 3. Zack.
Schatten dahin ziehen. Gut. So, dann können wir hier 4 dahin ziehen. So. Dann können wir hier auch 4. Oh. Auch 4. So. Dahin. So. Ah, jetzt haben wir die natürlich schon voll den Block, ne? Also jetzt fängt es bald an, dass hier die Blöcke voll wandern. Aber das soll ja passieren. Das soll ja durchaus passieren. Wichtig ist, dass uns nicht zu viele auswandern. Es ist natürlich die... Oh, hier haben wir noch lange nicht reingeguckt. Dass die Bevölkerung natürlich sich dann auch selber ein bisschen... Oh, hier haben wir auch lange nicht reingeguckt. Warte mal. Kann ich auch die mal alle wieder voll machen? Interessant. Da habe ich nicht reingeguckt letztes Mal. So. So. Gut. Dann können wir jetzt mal gucken. Jetzt haben wir noch 71. Gut, die suche ich jetzt nicht alle raus. Passt schon. Gut. Dann ist denn hier jetzt so langsam sicher auch alles voll bevölkert, oder? Naja. Gibt es hier noch so ein richtig leeres Gebäude? Oh, 64, da passen noch ein paar rein. Ah, der ist auch schon voll. 72, gut. Ich würde sagen, die Baustelle ist fertig. Wir wollten dann, die Baustelle hier ist auch fertig, sehr schön, also die Tankstellen sind fertig. Wir wollten dann neue Blöcke machen und wir gehen dann erstmal auf die 6 Blöcke hier. Die inneren. Und dann müssen wir Busfahrlinien natürlich dafür noch einrichten, aber ist ja nicht weiter schlimm. So, dann nehmen wir hier mal unser schönes Baufirmchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neue Häuser. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huch, haben wir ein Fahrzeug erwischt. 1, 2, 3. Na, hier. Na, jetzt hat er aber geübt, wieder bis zu 6 zu zählen, ne? Gut, dann nehmen wir den noch mit. So, gut. Also, hier sollte jetzt sich einiges tun. Und ja, hier sollte er jetzt auch noch langsam sicher mal das Lager auch leer gefahren sein. Also, noch kann er gut nachproduzieren. Das Lager ist auch ganz gut im Begriff. Leicht leer zu werden, aber wir verdienen natürlich Geld damit. Wo ist unser Zug gerade unterwegs? Ach, da kommt er gerade wieder zurück. Da ist schon eine Tour wieder hinter sich. Wir sind bei 200.000 Rubel. Für neue Fahrzeuge ist das natürlich sehr brauchbar. Theoretisch könnte hier jetzt noch so ein Kohlebergwerk, also irgendwie habe ich noch Bock dazu, noch ein viertes Kohlebergwerk hier reinzubauen irgendwie. Das müsste ich ja theoretisch. Nee, da kann ich es nicht anschließen. Gibt es irgendwo Stellen, wo man Förderbänder zusammenführen kann? Nur das hier, ne? Aber dann müsste man irgendwie hier rankommen. Ich glaube schwierig. Also aufeinanderteilen ja, aber zusammenbauen wird schwer. Na gut, okay. Hm. Das ist schon interessant, wie das da drin ist. Wie funktioniert das da drin eigentlich, wenn dann welches Förderband die anderen genutzt werden sollen. Ganz schön rostig ist das auch, ne? Neu gebaut und schon verrostet. Naja, so ist es halt, ne? So, gut. Also, ich würde dann sagen, dann kaufen wir uns jetzt erstmal noch 2 Kipper. Wo sind sie? Kipper? Dort. Und da gibt es ja die Nachfolger, ne? Wir haben ja den T-146 oder sowas jetzt 4 gekauft gehabt. Da müsste es jetzt den Nachfolger geben, 12 Tonnen.
Müsste der sein jetzt hier, ne? Von 72 bis 82? Komm, jetzt gerade 72. Oh, das ist nagelneu. Dann kaufen wir davon jetzt mal zwei. Ja, zwei. Sehr schön. Okay, du kriegst. Naja. Folgende Tour. Du fährst hier hin. Und danach fährst du dahin. So. Und hier warten. Und hier warten. So. Ab dafür. Tippa. Wo ist er denn da? Hm? Hat er auch. Sehr schön. Gut. Dann sind nämlich zwei weitere LKWs jetzt zum Kohletransport bestimmt. Für unser Stahlwerk. Das könnte dann durchaus auch schon ein bisschen was bringen. So. Die sehen ein bisschen anders aus. Und die haben Ballows Führerhaus. Und der hat hier noch ein quasi in Wagenfarbe. Das ist der T138 gewesen. Und das ist jetzt der T148. Ich denke mal, der nächste heißt den T158. Hm, na. Okay, das wäre jetzt aber wirklich sehr einfach. So, hier müsste bald mal einer hin zum zum Abbauen. Hier sind knapp 400 Tonnen drin. Hier sind über 400 Tonnen drin. Haben denn hier welche sind alle verbunden? Haben die denn alle? So, Kornspeicher B-Laden, da entladen, Viehzucht raus. So, Kornspeicher B-Laden, da entladen. B-Laden warten. Beim B-Laden warten. Kornspeicher. Ah, okay, das passt schon. So. Gut, dann müssen wir hier noch ein Fahrzeug dafür haben, ne? Noch einen mehr hier draufsetzen, weil momentan, oder weiß ich gar nicht, aber der ist doch näher dran. Eigentlich müsste doch der andere ein bisschen mehr Schwierigkeiten kriegen, das hier rückzukriegen. Wie ist denn das überhaupt denn da, wenn die da rumstehen? Eins, zwei, drei, vier. Ja, wenn alle fünf hier anstehen, dann wird es schwierig schon wieder, ne? Dann könnten wir uns hier den nächsten Staupunkt sozusagen reinbringen. Dann müsste ich denen einen Wegpunkt geben, dass die mal von hier kommen, dass sie die Straße vollstellen. Naja, mal gucken. So, das gibt's ja. Es gibt ja die Möglichkeit, die letzte Chance für den Kauf von diesem Bus. Ne, den wollen wir nicht kaufen. So, wie sieht's denn hier aus auf den Baustellen jetzt? Gott, oh Gott. Ein Haufen Leute da drauf, okay. Sehr schön. Kaum ist die Baustelle offen, ne? Da rennen sie alle dahin. Das hat natürlich jetzt wieder direkt einen Einfluss hier hinten auf unsere Kohleproduktion. Genau, schon sind hier hinten nämlich bloß noch ein Drittel von den Leuten. Naja, gut, kriegen wir aber hin. So. Da. Ach, guck mal, hier sind auch noch Kipper abgestellt. Na Mensch. Hier hätte ich ja auch noch nehmen können. Na gut, lassen wir erstmal noch. Wir kaufen erstmal Icarus-Busse. Hm. 55 Passagiere, 80. Das sind ja auch nicht schlecht. 82 Passagiere. Oh, also 63 km/h ist natürlich recht lange, aber der hat natürlich jede Menge Leute drin, ne? Ah, die Icarus-Busse gefallen mir schon, ne? Ach komm, wir nehmen nochmal zwei davon. Upsala. So. Du kriegst erstmal eine Tour. Von hier. Von hier. Nach dort. Ab dafür. Und du bist von hier nach da.
Gut, okay. Dann sind die Busse jetzt erstmal unterwegs, von hier nach da und von da nach hier. Da können also die Arbeiter quasi auch schon zur Kohle gebracht werden. Das ist jetzt der Hauptgrund für diese Bevölkerung hier natürlich, ne? Und dann machen wir natürlich noch einen, der hier vielleicht im Kreis durch die Gegend fährt und ähnliches, aber das kommt dann alles noch so. Die 6 Gebäude, die kosten uns natürlich auch jede Menge Material. 6 mal 77 sind, 6 mal 7 sind irgendwas größer 32. 36 sogar, 42. Und dann nochmal, also, oh, das brauchen wir aber jede Menge. 460 Tonnen brauchen wir dann hier von dem Material. Ah ja, die haben wir noch gerade da liegen. Na gut, jetzt haben wir 2, die hier von da abfahren, dann nachher demnächst. Dann müssen wir mal gucken, wie das sich dann ausnivelliert. Hier machen wir immer noch fleißig schon wieder 10 Tonnen mehr Stahl. Als wir beim letzten Mal gucken, ne? Das ist gut. Also die Kohle, das funktioniert, das läuft. Hier kommt, oh, hier kommt das erste Mal der neue Kohlewagen. Wo will der hin? BRG LKW Rohstoff entladen, okay. Ich glaube, der fährt dahin. Ja. Ah ja, die haben ja auch wieder zu tun. Stimmt, die müssen jetzt Zement machen, wie blöde. Wie sieht's hier aus? Ah, das war voll, okay. Gut. Sehr gut. So. Aber jetzt geht's hier doch wirklich runter langsam mit der Anzahl. Der Kies leer? Nö. Gut. Naja. Wir werden sehen, wo das herkommt und wie es dann hingeht. Und jetzt hat der LKW hier schon abgeladen. Wunderbar. Und hier wird wieder Stahl produziert. Wie weit habt ihr den Zug schon leer? Wo? Gar nicht mal so schlecht. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich echt erwartet, dass das wesentlich langsamer vonstatten geht. Was ist da für ein komischer Fleck mitten im Acker? Braunkreise? Keine Ahnung. So. Also theoretisch hier noch eine Kohlemine hin, aber dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass das damit angebunden wird. Und das könnte schwierig werden. Weil hier zu viele Gebäude im Weg stehen, ne? Also hier kommen wir ja nicht ran. Ah. Schade. Das ist sehr, 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 sehr schade. Hm, was macht man da? Vor lauter Vergeisterung. So, wie sieht es denn hier überhaupt aus mit der Bevölkerung? Ja, es geht alles noch, ne? Ja. Auch Bildungsgrad ist hier noch sehr hoch. Wie ist das hier mit dem Bildungsgrad? Ja, okay. Also hier sind nicht mehr ganz so viele Universitätsleute drin. Da müssen wir vielleicht mal nochmal den Umzug gestalten, weil dann haben wir hier vielleicht zu wenig Lehrer. Momentan ist hier noch relativ hoher Bildungsstand. Ja, da haben wir noch 48. Hier haben wir noch 35. Dann haben wir noch 56, also es geht noch, aber wie gesagt, das könnte durchaus dann demnächst mal ein Problem werden. Das müssen wir im Auge behalten. Nicht, dass nachher wieder keine Lehrer da sind, aber das ist ja natürlich ein Strom an Menschen, der sich hier in das Einkaufszentrum ergießt. Das ist ja der helle Wahnsinn. Da alles über die Ladentheke geht. Hier einen guten Tagesumsatz und später kommen natürlich auch von der Seite nochmal genauso viele Menschen hier rein. Oder nutzen die das als Durchgang? Guck mal, das sieht so aus, als wenn die das als Durchgang nutzen. Das ist ja natürlich nicht schlecht. Also wenn sie das wirklich tun würden. Keine Ahnung, ob das da so gedacht ist, aber theoretisch wollte ich ja hier irgendwo, hier hätte ich einen Fußweg noch dran vorbeilegen sollen. Damit die hier in der Mitte durchgehen können. Naja, gut, egal. Das ist ja fetzig. Also strömen von der Seite ziemlich viele Leute rein und hier strömen sie raus. Könnte man denken, dass sie das als Durchgang nutzen. So, hier haben wir erstmal den ersten Bus, der oben hochfährt. Der hat sogar gleich. Da, nix hat an Bord. Ach, das ist auch so ein Baustellenfahrzeug hier. Alles klar, okay. Wo ist denn mal einer, der vielleicht im Video von da unten kommt? Busplattform 2. Neustadt 4. Okay, das ist einer von da unten. Und das ist hier auch Neustadt 3, ne? Ja, der fährt auch hier hinten drüber lang. Neustadt 4 nicht. Okay. Na gut. Hm, ist das 2 oder wie? Das ist 3, das ist 4, ne? Ja.
dass der andere auch hier unten lang fährt. Na gut, egal. So, hier geht's schon fleißig ran. Hier brauchen wir schon die Stahlplatten. Und da ja jede Menge Leute auf den, nicht Stahlplatten, sondern auch die vorgefertigten Platten. Der Stahl ist schon da, geliefert worden. Sehr gut. Und jetzt gehen natürlich hier auch jede Menge Leute noch auf die Baustelle hier. Wenn wir jetzt noch einen Kran anliefern würden hier, dann wäre das mal richtig schicki. Aber sieht erstmal noch nicht so aus. Stahllieferung, Stein, Stein. Na gut. Achso, ja. Eine Teillieferung an Bord. So, und hier ist der Zug wieder zurück. Wie viel liegt hier noch auf Lager? 370 Tonnen. Okay. Geht. So, wir sind wieder bei 200.000 Rubel auch. Das heißt, wir können uns dann auch ein bisschen was für Rubel wieder leisten. Fahrzeuge. Hauptsächlich, ne? Also ich denke mal, wir werden hier vielleicht noch ein paar Krankenwagen oder sowas uns mal neu kaufen. Oder hier mal neue Feuerlöschzüge, aber sehr gut besetzt auch die Feuerwache. Das funktioniert ja auch schon mal sehr gut. Wie sieht es hier aus? Sehr, sehr viele Schüler. Da müssen wir wirklich darauf achten, dass wir hier die ABC-Schützen nicht verlieren. 69, 89 Leute leben hier. Okay, die haben alle eine Ausbildung. Also da müssen wir wirklich darauf achten, dass wir die nicht verlieren, weil sonst gibt es da Schwierigkeiten. Letzte Chance zum Kauf. Ich glaube, die nutzen wir sogar, ne? BE. Das müssen die, die wir nutzen? Weiß ich gar nicht. Ah, jetzt hätte er hier rein. Ne, wir nutzen. Ach, wir nutzen die. Ja. Okay, dann hat er jetzt noch dreimal wieder verkauft. Dann lassen wir das jetzt erstmal so. Und dann. Ja, müssen wir mal wieder. Machen wir Kohlekauf oder machen wir es nicht? Guck mal, hier liegen 20 Tonnen Kohle liegen auf Lager. Das heißt, die LKWs haben es jetzt sogar schon geschafft, mehr Kohle anzuliefern, als in kürzester Zeit abtransportiert wird. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Wie sieht es hier hinten aus mit dem Kohlevorrat? Ah, hält sich noch. Das hat natürlich auch viel Schönes. Gut, ich habe jetzt natürlich aber auch die Produktivität gedrosselt, ne? Also, dass hier nicht mehr allzu viele Leute rein. Tja. Gut, hier jetzt verkaufen würde ich nicht wollen. Nee. Gut, dann machen wir ihn doch nochmal fertig für Kohletransport. So, gut, und dann kriegst du jetzt eine neue Tour. Kann ich die komplette eigentlich rauslöschen oder muss ich jetzt jeden Punkt einzeln rauslöschen? Ja. Dann kriegst du das. Und das. Und hier so zu beladen. Kohle warten bis beladen, nichts entladen und hier musst du nur entladen, nichts beladen. So, und dann warten bis entladen. Kohle. Gut, 100% entladen, genau. Fertig aus, Mickey Maus, ab geht's. So. Dann kann der jetzt auch wieder fahren, dann kann der ein bisschen Kohle holen. Und dann kann hier das Stahlwerk wieder ein paar mehr Leute einstellen. Das werden wir dann mal auf 200 wieder hochziehen hier. Dann können hier wieder jede Menge Leute arbeiten und fleißig Stahl produzieren und natürlich auch die Kohle verbrauchen, die wir dann einkaufen. Gut, okay, so, also hier geht der Neubau natürlich gut voran, kein Kran vor Ort, schade eigentlich, hier sind aber auch schon jede Menge Platten geliefert. Wie sieht es hier hinten aus? Tiefbau ist durch, Tiefbau ist durch, Tiefbau ist durch, Tiefbau ist noch nicht durch, doch ist auch durch. Also der Tiefbau ist überall durch bei allen Neubauten. Das heißt, sie müssen jetzt wirklich in den Hochbau gehen, brauchen also Kräne und die nötigen Baumaterialien. Hier ist sogar alles an Baumaterialien schon geliefert und jetzt kommt hier auch noch ein Kran an. Also das Haus sollte jetzt relativ schnell fertig sein und ja, dann müssen wir mal gucken, ob denn da auch Leute dann schon einziehen automatisch oder nicht. Ansonsten müssen wir da vielleicht mal ein paar dazu kaufen oder so. Deswegen vielleicht auch noch ein bisschen Geld ansparen, dass wir dann so mal ein oder zwei solche Blöcke hier durchaus mit ein wenig Bevölkerung versorgen können, damit wir denn die Arbeitskräfte bekommen. Wir werden ja hier hinten noch die Uni bauen und naja, da haben wir noch viel zu tun. Gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, es geht weiter hier. Unsere Stadt wächst. Wir brauchen Arbeit dafür hier hinten fürs Kohlewerk, damit wir irgendwann mal keine Kohle mehr einkaufen müssen. Der Zustand wird sich wahrscheinlich ganz selten erreichen oder sowas oder
Ja, das wird eine ganze Weile dauern, also getankt oder nicht, aber ich frage mich immer, warum er immer da drüber fährt. Ist hier irgendwie das Gleis kaputt in die Richtung? Irgendwo was nicht richtig zu verbunden? Keine Ahnung. Also von da kommt von sie mal da durch. Also von da kommt von sie unten lang. Naja, was soll's, sollen sie machen. So, ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Oh, jetzt gibt's natürlich neue. Oh. Offener Wagen. Der sieht gar nicht schlecht aus. Volksrepublik. Das heißt, ich kann auch für Rubel kaufen. Was ist denn da? Schönes da dran. Güterwagen. Wo ist er? Da ist aber offene Wagen. Achso, den kann ich aber nicht dafür nutzen. Abplatten vorgefertigt kann ich damit fahren. 62 Tonnen. Mit dem kann ich nur 60 Tonnen fahren. Ja gut, mit dem kann ich 71 Tonnen fahren. Okay. Ah ja, okay, aber da geht halt kein Schuttgutwagen. Schade, ich dachte, das wäre ein neuer Schuttgutwagen. Maximale Geschwindigkeit 30 km/h ist ja nix, ne? Aber gut, willst du machen, so ist es halt. Ist überhaupt irgendwelche Wagen, die schneller sind hier von den Güterwagen? Die sind alle bis 30 km/h. Was ist denn? Na gut, okay, dann ist das halt so. Ich habe echt gedacht, dass ich den jetzt nutzen kann für. Aber ist kein Schuttgut gefahren. Na gut, okay, ja. Aber sieht nicht schlecht aus. Schöner Wagen. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.